Unsere häufigsten Muscheln von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Vorwort. Liebe Freunde von Natur und allgemeinem Wissen, wenn unsere Enkel am Strand auf uns zugelaufen kommen und stolz ihre gefundenen Muscheln präsentieren, dann stehen wir häufig stotternd da. Ich lade Sie daher zu einem kleinen Rundgang am Strand und am Seeufer ein, um einige unserer häufigsten Muscheln näher zu zeigen. Wer will, der kann sich schon alleine an den fantasievollen Formen erfreuen, die die Natur in diesem uralten Tierstamm der Weichtiere entwickelt hat. Wer mehr wissen möchte, für den habe ich wie immer einige Hintergrundinformationen zusammengetragen. Ich wünsche uns viel Freude an den Formen und an dem neu erworbenen Wissen über unsere wichtigsten Muscheln. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Das Inhaltsverzeichnis dient der Dokumentation und dem Nachlesen oder Nachschlagen. Wegen der besseren Akzeptanz habe ich den Vortrag in zwei Teile geteilt. Im Teil 1 stelle ich nach einem kurzen Vorwort die Muscheln Bivalvia im Allgemeinen mit Hintergrundinformationen vor. Danach erfolgt ein Abschnitt über die Muscheln im Speziellen, über die einzelnen Arten, beginnend bei den Austern alphabetisch geordnet bis zu den Sandklaffmuscheln. Der Teil 2 folgt nach einem kurzen Vorwort erneut mit der Vorstellung der einzelnen Arten, beginnend bei den Miesmuscheln bis zu den Schwert- und Scheidenmuscheln. Danach erfolgt ein Exkurs über die Süßwassermuscheln, den Abschluss bildet die Flussperlmuschel. Beide Teile werden mit Nachweisen für Texte und Bilder beendet. Die Muscheln Bivalvia Allgemeines. Das Bild zeigt eine Sandklaffmuschel mit einem ausgefahrenen Siphon oder Siphon. Die Erläuterung erfolgt später. Ganz ohne theoretische Hintergrundinformationen wird es nicht gehen. Wem dieses zu langatmig ist, der möge vorspulen zu dem Abschnitt Die Muscheln Spezielles, wo die einzelnen Arten vorgestellt werden, beginnend bei den Austern. Also, zunächst einmal zum Allgemeinen bei den Muscheln. Die Muscheln Bivalvia, von lateinisch Bivalvius, zweiklappig, sind eine Klasse aus dem Stamm der Weichtiere, der Mollusken, Mollusca, von lateinisch Molluscus, weich. Die Muscheln leben zu 80% im Salzwasser, zu 20% auch im Brack- und Süßwasser. Die Klasse der Muscheln enthält 10.000 lebende Arten und 20.000 fossile Arten. Muscheln leben am Gewässergrund und wechseln in der Regel ihren Standort nicht. Sie ernähren sich von Plankton, das sie mit Kiemen aus dem Wasser filtrieren. Die Lebenserwartung von Muscheln ist ganz unterschiedlich und reicht von einem Jahr bis zu mehr als 500 Jahren. Jetzt also zu den Mantellappen. Bei Muscheln sind der Kopf und das Nervensystem weitgehend zurückgebildet. Der Weichkörper wird von den beidseitigen Mantellappen bedeckt. Der von diesen geschützte Raum wird als Mantelraum bezeichnet. Die Mantellappen, der Rand der Mantellappen besteht aus drei Falten mit verschiedenen Aufgaben. Die äußerste Falte bildet die Schalen und die Schalenhaut, das Periostracum. Die mittlere Falte arbeitet sensorisch mit Punktaugen, hier im Bild zu sehen mit den vielen kleinen Punktaugen bei einer Kammmuschel. Die innerste Falte reguliert den Wasserstrom. Die Muscheln Allgemeines, die Siphonen. Bei den meisten Arten sind die ursprünglich getrennten Ränder der Mantellappen miteinander verwachsen und lassen nur eine Öffnung am Vorderende frei für einen muskulösen Fuß und am Hinterende zwei Öffnungen für die Siphonen. Das kommt von griechisch Siphon und bedeutet Röhre oder Spritzer. Diese Siphonen sind schlauchförmige Fortsätze des Mantels. Durch den zuführenden Ingestionssiphon strömen frisches, sauerstoffreiches Atemwasser und Nahrung zu den Kiemen. Durch den abführenden Egestionssiphon werden Verdauungsstoffe abgegeben. Hier im Bild sieht man eine solche Kolonie von Muscheln mit ausgefahrenen Siphonen,
manche sogar mit zwei Siphonen, also Ingestions- und Egestions-Sipho. Das sieht man nur bei Muscheln, die sich völlig unbeobachtet fühlen. Die Muscheln allgemeines, die Kiemen. Die Kiemen sind mit Wimpern und mit Transportschleim bedeckt und sind im Laufe der Evolution immer komplexer geworden. Sie dienen nicht nur der Filtration des Wassers für die Atmung, sondern auch der Nährstoffaufnahme. Unverdauliche Partikel werden mit Schleim zu sogenannten Scheinkotballen, Pseudofäzes, zusammengerollt und an das Wasser abgegeben. Im Bild die Nahaufnahme einer Miesmuschel mit diesen Kiemen am Mantelrand. Der Fuß der Muscheln kann ganz unterschiedliche Formen und Längen annehmen. Am Fuß sitzen die sogenannten Byssusdrüsen, die insbesondere bei jungen Muscheln Haftfäden produzieren für ihre Verankerung. Diese Haftfäden bestehen zu 70% aus Kollagen. Im Bild eine junge Miesmuschel, die sich mit vielen Byssusfäden am Untergrund verankert hat. Das Bild zeigt das Innere einer Herzmuschelschale und sei der Hintergrund für folgende theoretische Erläuterungen. Die Schalen einer Muschel sind in drei Schichten aus Kalk aufgebaut und mit einer organischen Substanz, dem Concheolin oder Conchin, verkittet. Das Gehäuse der Muscheln besteht aus einer rechten und einer linken Klappe und umgibt den Weichkörper der Muschel. Beide Klappen werden auf dem Rücken mit einem Schloss und dem sogenannten Schlossband, dem Ligament, zusammengehalten. Das Gehäuse einer Muschel wird in drei Schichten von der äußeren Hautfalte des Mantels gebildet. Erstens der farbigen Schalenhaut, Periostracum, hier im Bild auch zu sehen. Zweitens der mittleren Prismenschicht, Ostracum. Und drittens der inneren Kalkschicht, Hypoostracum. Jetzt noch einmal etwas zum Detail des Materials des Muschelgehäuses. Das Hintergrundbild ist erneut eine Muschelschale. Immerhin zu erkennen die Schlossregion, das Ligament oder Schlossband und der Wirbel oder Umbo sowie die Abdrücke der Muskeln. Also zum Material des Gehäuses. Die äußere Schicht, das Periostracum, besteht aus organischem Concheolin. Concheolin ist eine komplexe organische Substanz und besteht aus verschiedenen Skleroproteinen sowie Polysacchariden. Das Concheolin bildet auch die Matrix für die inneren Schichten der Schalen und verleiht diesen eine gewisse Elastizität und Festigkeit analog zum Kollagen der Knochen der Wirbeltiere. Die beiden inneren Schalenschichten bestehen hauptsächlich aus Kalk, also Calciumcarbonat, die mit Concheolin verkittet sind. Die ursprüngliche Kristallform des Kalkes war perlmuttriger Aragonit, heute dominiert neben Aragonit der Kalzit, also Kalkspat, also Calciumcarbonat. In der mittleren Schalenschicht, der sogenannten Prismenschicht, ist der Kalzit in kleinen, eckigen Säulenprismen angeordnet. Das Bild zeigt eine Muschel von oben und zu erkennen sind der Wirbel oder Umbo und das Ligament, der Ansatz des Schlossbandes sowie die Wachstumslinien. Also, die äußerste Schalenschicht, das Periostracum, überzieht die Schale und verstärkt sich am Scharnier an der Rückseite in dem elastischen Ligament oder Schlossband. Dieses Schlossband verbindet rückenseitig die beiden Schalenhälften. Die Hälften können durch zwei innere Schließmuskel fest zusammengezogen werden. Das elastische Schlossband arbeitet den Schließmuskeln entgegen. Daher klaffen die beiden Schalen nach dem Tod des Tieres auseinander und werden dann durch mechanische Einflüsse auch leicht getrennt. Oberhalb des Schlosses liegt der Wirbel oder Umbo, von lateinisch Schildbuckel. Er ist der älteste Teil des Muschelgehäuses, von dem die Wachstumslinien beider Klappenhälften ausgehen. Die Muscheln allgemeines, die Schlosszähne. Damit die beiden Schalenhälften seitlich nicht verrutschen, tragen sie häufig sogenannte Schlosszähne. Diese Schlosszähne bestehen aus zahn- oder leistenförmigen Erhebungen am inneren Rückenrand der Klappen,
die entsprechende Gruben auf der Gegenklappe greifen. Das Bild zeigt am Beispiel einer Nussmuschel solche Zähne, gleichmäßige Zähne am Schlossrand. Für Spezialisten, es gibt nämlich 9 verschiedene Schlosstypen, die auch für systematisierende Unterscheidungen herangezogen werden. Noch zu den Muskeln. Wichtig sind die beiden starken Schließmuskeln zum Zusammenziehen der Klappen und die Mantelrückziehmuskeln. Noch ein Wort zu den Raubschnecken. Gelegentlich finden wir am Strand angespülte Muschelschalen, welche kreisrunde, 1 bis 3 mm durchmessende Löcher aufweisen. Diese stammen von Raubschnecken, welche die Muscheln mit ihrer Raspelzunge, mit ihrer Radula, aufgebohrt haben und dann verzehrt haben. Diese Raspelzunge oder Radula ist eine besondere Entwicklung bei den Mollusken, welche mit Chitinzähnchen besetzt ist und tatsächlich in der Lage ist, die Schalen von Muscheln und anderen Meerestieren aufzuraspeln. Die meisten Muschelarten sind getrennt geschlechtlich, es gibt also weibliche und männliche Tiere. Eier und Samenzellen werden teilweise koordiniert ausgestoßen. Die Befruchtung und die anschließende Entwicklung über Larvenstadien findet meistens äußerlich im Wasser statt. Es gibt Ausnahmen. Bei den Larvenstadien werden Trochophora-Typen und Veliger-Typen unterschieden. Die Trochophora-Larven sind rundlich und bewegen sich im Plankton freischwebend mit einem Wimpernkranz fort. Die Veliger-Larven schwimmen ebenfalls im Plankton, aber mit Hilfe von Vela. Das sind zilientragende, lappenartige Fortsätze. Von lateinisch velum das Segel und cilium die Wimper. Ausnahmen bilden die im Süßwasser lebenden Muschelarten, die ansatzweise eine gewisse Brutpflege betreiben. Muscheln erscheinen schon sehr früh. Erstmals in der kambrischen Explosion des Lebens vor 500 Millionen Jahren. Sie entwickeln sich aus einfachen, zunächst einschaligen Vorfahren. Diese sind im Sediment grabende Tiere, die den Kopf weitgehend zurückgebildet haben. In der Kreidezeit haben sie eine Blüte und bilden große, kalkhaltige Muschelriffe. Nach der bekannten Katastrophe erholen sie sich wieder. Dieses Diagramm zeigt die Verbreitung der Arten über die Erdzeitalter. Das Meeresrauschen. Dieses Bild zeigt eine schöne fossile Kammmuschel aus Rügen aus der späten Kreidezeit. Es sei das Hintergrundbild zur Information über das Meeresrauschen. Wir Menschen meinen, in den Muscheln das Rauschen des Meeres zu hören. In Wirklichkeit handelt es sich um ein akustisches Resonanzphänomen. Wie in einem Blasinstrument befindet sich in der Muschelschale eine Luftsäule, die eine bestimmte Eigenfrequenz besitzt. Das ist der Ton, der entsteht, wenn man die Muschel zum Schwingen bringt. Die Luftsäule wird durch kaum merkliche Geräusche in der Umgebung, deren Frequenzen ungefähr der Eigenfrequenz der Muschel entsprechen, in Schwingungen versetzt. Hierdurch werden diese sonst nicht hörbaren Umgebungsgeräusche so verstärkt, dass wir ein diffuses Rauschen hören. Jetzt haben wir den allgemeinen, den theoretischen Hintergrundteil geschafft. Jetzt kommen wir zum speziellen Teil, zur Vorstellung der einzelnen Arten. Wir wollen alphabetisch vorgehen und beginnen mit den Austern, den Ostreidae. Die Austern Ostreidae sind eine marine Art, also eine Meeresmuschelart aus der Familie der Muscheln der Bivalvia. Ihre Merkmale sind, die Schalen sind sehr kräftig und scharfkantig zum Schutz gegen Fressfeinde. Die Größe, nach einem Jahr erreichen die Austern etwa 10 bis 15 cm Größe, die pazifische Auster kann sogar bis 30 cm Größe erreichen. Das Alter von Austern beträgt 20 bis 30 Jahre. Die Lebensweise. Sie filtrieren jeden Tag bis zu 250 Liter Wasser durch ihren Körper und reinigen es. Allerdings reichern sie dadurch leider auch Umweltgifte selber an. Hier im Bild die pazifische Auster,
die inzwischen häufigere und bei uns eingeführte und größere Auster, Magalana gigas. Die pazifische Auster laicht bei etwas höheren Wassertemperaturen und profitiert vom Klimawandel. Sie verdrängt die an kühleres Wasser gewohnte europäische Auster, Austria edulis. Austernschalen schließen so fest, dass die Muschel bis zu 2 Wochen ohne Wasser überleben kann. Die nächste Muschel ist besonders merkwürdig, der Bohrwurm, der Schiffsbohrwurm Teredo navalis. Der Schiffsbohrwurm Teredo navalis oder die Schiffsbohrmuschel ist eine marine Muschelart aus der Familie der Schiffsbohrmuscheln Pteridinidae. Weitere Bezeichnungen sind Schiffswurm, Holzbohrwurm, Holzbohrmuschel, Pfahlbohrmuschel oder Pfahlwurm zu seinen Merkmalen und zu seiner Lebensweise. Das sehr kleine Muschelgehäuse von etwa 1 cm mal 1 cm Länge und Breite bedeckt nur den vordersten Teil des Weichkörpers und wird zum Bohren im Holz genutzt. Der Schiffsbohrwurm ernährt sich, indem er die Zellulosebestandteile des abgeraspelten Holzes mit 2 Enzymen in Zucker verwandelt. Der Körper ist stark verlängert und wurmartig gestreckt bis auf 20, 30, maximal 50 cm. Der Mantel dieser wurmähnlichen Muschel sondert eine Kalkröhre von 1 cm Durchmesser ab, die den Bohrgang auskleidet und als Wohnröhre dient. Der Schiffsbohrwurm ist sehr resilient gegenüber Schwankungen des Salzgehaltes und der Temperatur. Das Bild zeigt dieses Tier und seine Auswirkungen. Links also die Bohrlöcher, die abgesonderte Kalkröhre, Wohnröhre, dann den langgestreckten Muschelweichkörper und die merkwürdigen Muschelschalen, die kleinen, die am Kopf zu einem regelrechten Bohrkopf umfunktioniert worden sind. Und rechts die Folgen: das völlige Zerfressen eines starken Stammes und Pfosten aus dem Norderney Hafen nach nur 4 Jahren Einsatzzeit. Zur Lebensweise des Schiffsbohrwurms. Der Weichkörper geht an der Mündung zum Bohrloch in 2 lange, einziehbare Siphonen über. Sie dienen der Atmung, dem Einstrudeln von Plankton als Nahrung und der Ausscheidung von Stoffwechselprodukten. Die Öffnung kann durch kleine kalkhaltige sogenannte Paletten bis 6 mm Länge verschlossen werden. Das Bild zeigt, wie es losgeht und wie es weitergeht. Der Bohrwurm setzt sich fest und mit seinen merkwürdigen kleinen Muschelschalen raspelt und gräbt er sich immer tiefer in das Holz hinein. Der Schiffsbohrwurm Teredo navalis lebt weltweit in den Meeren und ist seit dem Altertum als Plage der Holzschiffe bekannt. Christoph Kolumbus beschrieb, wie seine Flotte ihm und seiner Mannschaft unter den Füßen zerfiel aus damals noch unbekannten Gründen. Wenn wir das Bild sehen, dann verstehen wir das und wundern uns, dass Kolumbus überhaupt Schiffe nach Spanien zurückgebracht hat. Weitere Arten. Neben dem Schiffsbohrwurm gibt es weltweit in den Meeren noch andere Arten von Bohrmuscheln für Holz und sogar für Gestein kaum zu glauben, wie zum Beispiel die amerikanische Bohrmuschel Petricularia fuladiformis. Hier ein Bild dieser amerikanischen Bohrmuschel. Sie ist inzwischen auch bei uns in der Nordsee eingeschleppt worden und bei uns angekommen. Ihre schönen Schalen werden als Engelsflügel bezeichnet. Ein weiteres Bild von zerfressenem Holz durch die Bohrmuscheln, in diesem Falle interessant, weil noch Gehäuse der amerikanischen Bohrmuschel darin stecken. Die nächste Muschel ist die Herzmuschel. Die gemeine oder auch essbare Herzmuschel, Cercostoderma edule. Die gemeine Herzmuschel ist eine marine Art aus der Ordnung Herzmuscheln, Cardida. Wichtig ist, die gemeine Herzmuschel ist die häufigste Muschel in der Nordsee. Zu ihren Merkmalen: sie besitzt ein stark gewölbtes und dickschaliges Gehäuse mit breiten und verstärkten Rippen. Die Größe bis 5 cm.
Das Alter der Muschel 3 Jahre, bei günstigen Bedingungen bis 9 Jahre. Die Herzmuschel wird auch heute noch kommerziell gefangen und gegessen, wie dieses Bild aus England zeigt. Zu ihrer Lebensweise. Sie lebt in sandigen, schlickigen Böden, in 0 bis 10 cm Tiefe eingegraben, dicht unter der Sedimentoberfläche. Die kurzen Siphonen reichen bis an die Sedimentoberfläche. Wenn sie freigespült wird, kann sie sich mit dem Fuß in 10 Minuten wieder eingraben. Mit dem Fuß kann sie sich auch an der Oberfläche ein Stück weiter bewegen. Die Islandmuschel Arctica islandica ist eine im Atlantik und in Nord- und Ostsee verbreitete Muschelart aus der Ordnung der Venusmuscheln Venerida. Sie gehört zu den Tieren mit der längsten Lebenserwartung und kann bis 500 Jahre alt werden. Ihre Merkmale: gleichklappige, mäßig aufgeblähte, dicke Gehäuse mit weißen bis hellgrau-braunen, festen und schweren Schalen. Die Größe bis 13 cm. Die Lebensweise der Muschel: sie lebt einige Zentimeter tief eingegraben im Sediment und kann sich mit Hilfe des großen und kräftigen Fußes rasch eingraben. Durch ihr hohes Alter kann die Islandmuschel eine Rolle spielen für Zeitbestimmungen in der Paläochronologie und für Klimaanalysen. Hier sind die Schalen verschiedener Arten von Kammmuscheln abgebildet. Die Kammmuscheln Pectinidae sind eine Familie aus der Ordnung Kammmuschelartige Pectinida. Die gleichklappigen Muscheln kommen nur im Meer vor und heften sich mit Byssusfäden fest. Es gibt verschiedene Arten. Die kleine Pilgermuschel Equipecten opercularis oder die kleine Kammmuschel kommt nur im Nordatlantik und im Nordseebereich bis Helgoland vor. Die große Pilgermuschel Pecten maximus wird bis 14 cm groß und die Mittelmeerpilgermuschel Pecten jacobaeus kommen im Mittelmeer und im Atlantik vor, jedoch nicht in der Nordsee. Die isländische Kammmuschel Clamys islandica oder nördliche Kammmuschel lebt ebenfalls im Nordatlantik und bis vor Helgoland. Zu den Merkmalen und zum Verhalten von Kammmuscheln. Kammmuscheln besitzen harte und feste Schalen. Auffällig sind zahlreiche Augen am Mantelrand, die besonders der Orientierung vor Fressfeinden dienen. Diese Muscheln können tatsächlich etwas tun und sich wehren. Durch schnelles und mehrmaliges Zusammenklappen der Schalen können sie sich schwimmend fortbewegen und damit gefräßigen Seesternen entkommen. Der englische Ölkonzern Shell, englisch Shell für Muschel, eigentlich für Muschelschale, nutzt eine umgekehrte Kammmuschel als Logo. Die große Pilgermuschel oder Jakobsmuschel Pecten maximus dient als Symbol des Jakobsweges und des Pilgerwesens. Die Sandklaffmuscheln Myidae, Merkmale und Verbreitung. Die Sandklaffmuschel Myia arenaria und ihre Schwesterart, die abgestutzte Klaffmuschel Myia truncata, sind marine Muschelarten aus der Familie der Klaffmuscheln Myidae. Ihre Merkmale: beide Arten haben ein leicht asymmetrisches, länglich, eiförmiges Gehäuse mit fester, weißlicher Schale. Die Länge beträgt bis 15 cm. Ihre Verbreitung: die Sandklaffmuscheln kamen ursprünglich nur an der nordamerikanischen Atlantikküste vor. Sie wurden wahrscheinlich schon um 1300 nach Christus von den Wikingern aus Nordamerika eingeschleppt und sind jetzt an der europäischen Atlantikküste, in Nord- und Ostsee, auch bei uns, sowie im Schwarzen Meer vertreten. Als Meeresfrucht wurde die Sandklaffmuschel in Europa nur in Notzeiten gegessen, gilt aber in den USA als Delikatesse. Im vorigen Bild haben wir die Sandklaffmuschel Myia arenaria gezeigt. In diesem Bild zeigen wir jetzt die nahe Verwandte, die abgestutzte Klaffmuschel mit etwas veränderter Schale Myia truncata. Zur Lebensweise der Sandklaffmuscheln.
Durch den namensgebenden, klaffenden Spalt schiebt die Muschel ein langes, röhrenartiges Organ heraus, den Sipho, der bis zur Bodenoberfläche reicht. Sipho kommt von griechisch Siphon und bedeutet Röhre oder Spritzer. Diese alte Zeichnung zeigt das sehr schön. Der Sipho enthält zwei separate Kanäle, einen für einströmendes und den anderen für ausströmendes Wasser. Der einströmende Zustrom von Wasser bringt Sauerstoff und Nahrungspartikel in den Mantelraum zu den Kiemen, wo sie zur Mundöffnung transportiert werden. Wenn die Muschel gestört wird, dann zieht sie den mit Hautlichtsinneszellen ausgestatteten Sipho ruckartig zurück und spritzt gleichzeitig einen kräftigen Wasserstrahl heraus, sodass der Sand über dem bisherigen Kanal zusammenfällt. Das kann man im Wattenmeer auch beobachten. Hier im Bild eine Sandklaffmuschel, die auf der Insel Jüst gefunden wurde. Wie wir wissen, ist der Siphon falsch, er muss nach oben zeigen zur Erdoberfläche. Da die Art der Sandklaffmuscheln tief im sandigen Meeresboden sitzt, ist sie nicht mehr auf den schützenden Schluss durch festschließende Schalen angewiesen. Sie kann es sich erlauben, dass die Schalenhälften einen Spalt auseinanderklaffen. Die Muschel ist standorttreu und verändert ihren Standort nie mehr, wenn sie einmal eingegraben ist. Wenn sie ausgegraben wird, dann stirbt sie. Hier endet der Teil 1 unseres kleinen Spazierganges am Strand oder am Seeufer. Ich verweise auf den Teil 2, in dem weitere Arten der Muscheln behandelt werden, beginnend bei den Miesmuscheln alphabetisch bis zu unseren Süßwassermuscheln und am Ende die Flussperlmuschel. Ich hoffe, dass Sie Freude hatten an den Bildern und Gewinn an den Texten und wünsche Ihnen viel Freude draußen in der Natur, Dr. Hans-Jürgen Alexi.